Guten Morgen. Ich wünsche dir einen wunderbaren guten Morgen, du schöner neuer Tag. Ich freue mich auf dich. Du bist ein wirklich wundervoller Tag, wie du so anfängst. Du bist ein neuer Tag und bietest mir neue Möglichkeiten. Und du bietest mir einen neuen Platz an, von wo aus ich alles manifestieren kann, was ich mir wünsche. Heute ist ein neuer Anfang. Heute bin ich neu in diese Welt erwacht und ich werde mich heute für neue, schönere Schwingungen entscheiden. Ich werde mich neu ausrichten. Ich werde mich darum kümmern, wie es mir genau geht. Ich werde mich besser wahrnehmen. Ich nehme mich schon jetzt besser wahr. Ich bin mit meinen Emotionen völlig verbunden. Es ist ein wundervoller Morgen an einem wundervollen Tag. Ich weiß, dass dieser Tag mir alles zu bieten hat, was ein Tag mir bieten kann. Heute weiß ich meine Emotionen zu schätzen. Ich verstehe immer besser, wie sie mich leiten. Ich weiß, dass wenn ich mir nicht im Weg stehe, dass mir dieser Tag alles liefert, was mir gut tut. Er liefert mir alles, damit es ein wundervoller Tag wird. Heute stehe ich mir nicht im Weg. Heute ist ein neuer Tag, an dem ich mich bewusst wahrnehme. Ich werde mich bewusst in einen Zustand versetzen, der meiner höheren Schwingung entspricht. Das bin ich in meinem neuen Tag. Ich erlaube mir heute, mich in den Empfangsmodus zu versetzen. Heute erlaube ich mir zu empfangen, mehr als ich es je getan habe. Ich stehe mir nicht mehr im Weg. Ich fühle mich vollkommen verbunden mit allem, was ich geworden bin. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin begeistert, dass ich hier bin und dass ich von hier aus weitergehen kann. Von hier aus kann ich überall hingehen, wo ich hin will. Dieser Tag heute gibt mir die Möglichkeit, einen ganzen Tag lang in die Richtung zu gehen, in die ich gehen möchte. Ich gehe meinen Weg. Ich stehe mir nicht mehr in diesem Weg herum und hindere mich nicht mehr am Weitergehen. Ich bin absolut bereit, meinen Weg zu gehen. Meinen Wunschweg. Ich tue heute Dinge, die ich mir schon immer gewünscht habe. Ich tue heute Dinge, die mich näher an meine Ziele bringen und nicht weiter weg davon. Ich erkenne ganz genau, ob die Dinge, die ich heute tun will, mir dienlich sind oder nicht. Ob mir diese oder jene Tätigkeit mich näher an mein Ziel bringt oder weiter weg davon. Es ist ein wundervoller Morgen. Es ist ein neuer Anfang. Es ist ein neuer Anfang für mich. Mein neuer Morgen. Heute wird alles, was in der Welt existiert, anders auf mich reagieren. Anders, als es je zuvor war. Als ich eingeschlafen bin, sind auch alle Schwingungen von mir mit eingeschlafen. Nicht alle davon müssen neu erweckt werden. Erfreuliche Dinge dürfen mich heute begleiten. Weniger erfreuliche Dinge
wecke ich heute erst gar nicht auf. Dinge, die mich gestern belastet haben, werden heute auf Eis gelegt. Alles, was eingeschlafen ist, schläft noch. Und da ich jetzt wach bin, achte ich genau darauf, welche Gedanken ich mit mir aufstehen lasse und welche Gedanken ich weiterschlafen lasse. Ich weiß, dass ich eine Erweiterung der Quelle bin und ich weiß, dass ich auf die Erde gekommen bin, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Ich bin für eine bestimmte Aufgabe hier und bis jetzt habe ich in dieser Realität hier auf der Erde meine Absichten sehr gut bedient. Ich habe mir Dinge angesehen, habe alles geordnet und ich habe mich für bestimmte Dinge entschieden. Ich habe mich für Dinge entschieden, die für mich wichtig sind und diese Dinge habe ich in mein Leben gezogen. Ich habe viel aus diesen Erfahrungen gelernt. Einige Erfahrungen haben mir Freude gebracht, andere Erfahrungen haben mich etwas gelehrt. Ich weiß, dass die Quelle in mir mich heute begleiten wird. Ich weiß, dass die Quelle in mir bei jeder Unterhaltung, die ich führe, mit dabei ist. Bei allem, was ich mir anschauen werde und bei allem, was ich tun werde. Ich fühle mich vollkommen beschützt. Liebe Quelle in mir, ich verlasse mich auf dich. Ich weiß, dass du bei mir bist und auch bei allen Menschen, die ich treffen werde, und dass du darauf aufpasst, was deren Absichten sind. Ich weiß auch, dass du alle meine Absichten kennst und darauf aufpasst, dass ich mich für die richtigen Dinge entscheide. Ich fühle mich vollkommen unterstützt und wahrgenommen. Ich freue mich auf den Tag. Ich mag es, dass mir dieser größere Blickwinkel, den du auf alles hast, zur Verfügung steht. Dadurch spüre ich, ob ich für etwas bereit bin oder nicht. Ich werde den Impuls verspüren, dieses oder jenes zu tun. Ich bin mir dann komplett sicher und weiß genau, wann es soweit ist. Es ist ein wundervoller Tag. Ein wirklich guter Tag. Wenn ich mich durch diesen Tag bewege, wird es trotzdem Kontraste geben. Es wird Gegensätze geben und es kann Schwierigkeiten geben. Durch all diese Kontraste und Schwierigkeiten werde ich mehr und mehr erkennen, was ich will und was ich nicht will. Ich weiß dann auch, dass ich hier nicht falsch bin, wenn diese Schwierigkeiten auftreten oder dass ich nichts falsch gemacht habe. Sondern ich weiß, dass dies alles auf meinem Weg liegt und mir weiterhilft, meine Ziele zu erreichen. Ich werde mich über alles, was passiert, freuen, weil ich genau weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin, auch bei Schwierigkeiten. Ich bin durchaus in der Lage, Schwierigkeiten zu meistern. Ich weiß, dass ich daraus lernen werde und ich weiß, dass es mich meinem Ziel näher bringt. Ich weiß, dass es mich zu dem bringt, was ich mir vorgenommen habe, bevor ich in diese Welt geboren wurde. Ich werde mir alles ansehen, ich werde Dinge aussortieren und es wird mich dahin führen, wo ich hin will. Ich werde den ganzen Tag genau darauf achten, wie ich mich fühle. Wie ich mich fühle, ist das Wichtigste überhaupt und auf mich zu achten. Ich werde mich den ganzen Tag gut fühlen. Ich werde mich gut fühlen bei Schwierigkeiten, weil ich es jetzt besser verstehe.
Ich werde mich gut fühlen, weil ich weiß, wie ich mich fokussieren kann, und zwar besser, als ich es je zuvor konnte. Ich kann es jeden Tag besser. Ich werde es heute noch besser machen als gestern. Es ist ein wundervoller Tag. Dieser Tag steckt voller Potenziale und ich kann mich in all diese Potenziale hineinfühlen. Ich verstehe jetzt genau, was wahres Vertrauen bedeutet. Ich weiß jetzt genau, wie es sich anfühlt. Vertrauen ist jetzt ganz einfach für mich, denn ich verstehe, wie das Universum funktioniert. Ich verstehe jetzt, dass meine Einstellung zu etwas meine Manifestationen beeinflusst. Meine Einstellung zu Dingen zieht diese Dinge in mein Leben. Ich verstehe auch, dass schon die Einstellung zu etwas eine Realität ist. Es ist eine Realität auf der Schwingungsebene. Diese Realität muss ich jetzt nur noch in unsere 3D-Welt hereinholen. Dafür stelle ich mich bereits jetzt gefühlsmäßig auf das Ergebnis ein. Das Gefühl, wie es ist, wenn der Wunsch erfüllt ist, kann bereits jetzt da sein. Und dieses Gefühl wird meinen Wunsch hier realisieren. Ich umarme diesen wundervollen Tag. Ich werde den Tag heute bewusster erleben, als ich es je zuvor getan habe. Mir wird meine Art zu fühlen bewusst sein. Ich werde heute bedingungslos in meinem Leben stehen und mein Leben akzeptieren, wie es ist. Heute mehr, als ich es je getan habe. Wie ich mich fühle, hat nichts mit dem zu tun, wie die Umstände sind. Die Umstände sind etwas, was sich bereits manifestiert hat. Alles um mich herum ist bereits manifestiert. Das kann ich nicht mehr ändern. Deshalb beeinflusst das auch heute nicht meine Laune. Ich konzentriere mich auf das, was sein wird. Das kann ich beeinflussen. Ich werde heute selbstbewusst auftreten. Ich werde mich heute auf mein Leitsystem verlassen und es zu meinem größten Vorteil nutzen. Ich weiß, dass die Quelle in mir genau weiß, wo ich stehe und auch weiß, wo ich hin will. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass die Quelle in mir mich ganz genau dorthin bringen wird, wo ich hin will, und zwar auf dem besten Weg. Auf dem Weg des geringsten Widerstands. Auf dem einfachsten Weg. Der Weg, auf dem am wenigsten Steine liegen. Dieser Weg ist auch der Weg der größten Freude für mich. Der Weg, auf dem ich den meisten Spaß haben werde und auch die größte Klarheit. Ich verspreche mir jetzt, dass ich heute Freude und Wohlbefinden erleben werde. Bei egal, was ich tun werde, mit wem ich es tun werde oder wohin ich gehen werde. Ich werde es immer mit der allergrößten Freude tun. Ich werde mich an dem Ort festhalten, wo ich mich gut fühlen kann. Ich werde mich heute den ganzen Tag nach Dingen umschauen, die mich gut fühlen lassen, und ich werde sie finden. Ich werde sie auf jeden Fall finden. Das wird mein Tag. Der beste Tag, den ich bis jetzt hatte. Und sollte ich mich heute bei irgendetwas nicht gut fühlen, dann werde ich mich auf meine innere Führung verlassen und mich wieder so einstellen, dass ich auf die richtige Bahn komme.
auf den Weg, wo ich mich gut fühle. Ich starte jetzt in meinen wundervollen Tag.